Einen riesigen Kreuzschiff war mit tausenden Passagieren unterwegs. Plötzlich hören die Passagiere laute Geräusche aus dem unteren Deck. Die laufen alle hin und sehen, einer der Gäste steht mitten in seinem Zimmer mit einer großen Bohrmaschine und versucht, Loch im Boden zu bohren. Die waren natürlich alle erschrocken. Was machst du da? Und er sagt, es ist meine persönliche Sache. Ich habe doch das Zimmer gemietet und ich darf in meiner Privatsphäre alles, was ich möchte, tun. Jeder versteht, dass es geht nicht. Und falls er tatsächlich ein Loch in seinem Zimmer bohrt, wird dem Gesamtschiff sinken und alle sterben. In unserem Parasha, Parashat Vayera, kommt Gott zu Abraham und erzählt ihm, dass er Sdom und Amora bestrafen muss. Abraham beginnt aber mit Gott zu diskutieren. Vielleicht sind nicht alle Menschen in Sdom und Amora so schrecklich. Vielleicht gibt's dort auch Tzadikim, also gerechtigen Menschen. Warum machte Abraham es? Er wohnte doch nicht in Sdom. Und noch gar seine Neffe Lot mit den Familien werden auf jeden Fall gerettet. Wo ist eigentlich sein Problem? Aber Abraham, wie jeder von uns, trägt Verantwortung auch für andere Menschen. Und deshalb geht es ihm wohl an. Deshalb sagte er Gott, vielleicht gibt dort auch guten, gerechtigen Menschen, die mit deren positiven, guten Taten dem Gesamt Stadt und Region retten können. Und Gott antwortete leider nicht. Es sind keine Tzadikim in Sdom. Alle, außer seine Neffe Lot und die Familien von Lot, müssen bestraft werden. Leider. Abraham ist natürlich sehr traurig, aber er hat keine Argumente mehr, und er kehrt wieder zurück zu seinem Zelt in Beersheba. Wir alle leben in einer Zeit, wo es spürbar ist, dass jeder einzelne private Mensch wirkt auf seinem ganzen Umgebung und vielleicht noch gar auf dem ganzen Welt. Corona hat angefangen mit wenigen Menschen, die innerhalb weniger Wochen dem ganzen Welt geändert. Jeder trägt heutzutage eine ganz große Verantwortung und wenn er nicht ganz aufpasst, kann er leicht sich selber, seinen Familien, Gemeinde und Stadt in Gefahr bringen. Genauso es ist es auch mit den Terroranschlägen in den letzten Tagen, wo einigen weniger Täter haben Leben von Millionen Menschen in Angst gebracht innerhalb weniger Minuten und Stunden. Aber meine Damen und Herren, die positive Seite ist deutlich stärker als die negative. Und wenn es auf die Negatives so geht, es ist sicherlich auch auf dem Positives. Dem Rambam schreibt, dass jeder von uns soll's annehmen, dass er und die ganze Welt stehen auf die Waage. Halb gut, halb schlecht. Und die gute und die schlechten Taten wiegen genau das gleiche, identisch. So jeder kleinen Tat, einen guten Tat, kann mir selber und dem ganzen Welt zum positiven Seiten bringen. Jeder leider nicht gute Tat wird die ganze Welt auf die negativen Seite bringen. So jeder von uns soll bitte versuchen, noch heute, vor Schabbat, einen zusätzlichen guten Tat tun. Tfilin zu machen, falls das man es heute noch nicht geschafft. Einen kleinen Munze zum Spende geben, Schabbatkerzen für die Frauen. Und diesen kleinen, aber wichtigen guten Taten werden sich selber, die Familien, die Umgebung
und dem ganzen Welt auf der positiven Seite bringen. Ich wünsche euch allen ein gutes, gesegnetes, gesundes Shabbat. Shabbat Shalom.